Hi, ich bin Daniel von Tablety und ich bin gerade bei Honor in Berlin und schaue mir das brandneue Honor 6C an, das Honor hier vorgestellt hat. Ein günstiges Smartphone für Einsteiger, aber ich muss gleich vorwegnehmen, es ist viel zu teuer. Und warum? Das zeige ich euch hier in diesem Video. Das ist also das brandneue Honor 6C, das die 6er-Serie von Honor preislich nach unten erweitert. Schauen uns das Gerät jetzt etwas genauer an. Wir haben hier vorne ein 5-Zoll-Display mit einer Auflösung von HD, das heißt 1280x720 Pixel. Das Display ist insgesamt gut, allerdings für diesen Preis dann nicht scharf genug, muss ich ganz ehrlich gestehen. Die Blickwinkel, die Farben, die sehen toll aus, auch die Helligkeit gefällt mir auf den ersten Blick sehr gut. Aber man kann auch auf Anhieb Pixel erkennen und für einen Preis von 239 € bekommt man auch Geräte mit Full-HD-Bildschirm und das sogar auch schon bei Honor, wie zum Beispiel mit dem Honor 5C, also dem Vorgänger. Hier vorne haben wir eine 5-Megapixel-Frontkamera. Diese soll besonders weitwinklig aufnehmen, sodass hier auch mehrere Personen problemlos auf das Bild bekommt. Und das können wir uns hier ganz gut anschauen. Ja, der Weitwinkel funktioniert relativ gut, muss ich sagen. Auf der linken Seite, dort habt ihr keine Anschlüsse. Allerdings kommt hier die Micro-SD-Karte sowie auch die Nano-SIM-Karte rein. Auf der Unterseite, dort habt ihr einen Lautsprecher sowie ein Mikrofon, das sich hinter dem linken Gitter verbirgt, sowie hier einen Micro-USB-Anschluss zum Laden und Daten synchronisieren. Auf der rechten Seite haben wir die Tasten für An und Aus, sowie auch die Lautstärke. Und diese fühlen sich insgesamt recht klickabel, also wirklich sehr taktil an. Gefällt mir von der Verarbeitungsqualität auf jeden Fall gut. Oben hier noch ein 3,5 mm Kopfhörerausgang, sowie ein zweites Mikrofon zur Geräuschunterdrückung. Und auf der Rückseite, dort haben wir eine 13-Megapixel-Kamera mit einem einfachen LED-Blitz. Und diese 13-Megapixel-Kamera hat eine Blende von f2.2, sollte bei wenig Licht also halbwegs gute und brauchbare Bilder machen. Schauen wir uns aber gleich nochmal genauer an, wie schnell das Ganze funktioniert. Ansonsten vom Gewicht her 138 Gramm. Das Gerät liegt wirklich gut in der Hand, wobei es durch die dicken Displayränder sowohl oben als auch unten etwas größer erscheint, als es eigentlich sein sollte bei 5 Zoll im Vergleich zu einem P10 Lite zum Beispiel, das ein 5,2 Zoll Display hat. Ich glaube, da sieht man ganz gut, es ist nicht viel kleiner. Das P10 Lite nutzt den Platz einfach deutlich besser aus. Aber insgesamt tolle Verarbeitung hier mit einem schönen Aluminiumgehäuse, wird es auch in unterschiedlichen Farben geben. Allerdings sind die Streifen hier oben und unten aus Kunststoff, aber das ist bei günstigeren Smartphones durchaus so üblich. Insgesamt aber ein tolles, gut verarbeitetes Telefon. So, wir wollten uns mal das Display und vor allem aber auch die Performance anschauen. Wir haben hier den Qualcomm Snapdragon 435 Prozessor. Das ist eher so aus der Einsteiger-Serie bekannt, dass dieser Prozessor eingesetzt wird bei Smartphones von, ja, 150 bis vielleicht 180 €. Hier ist er schon so ein bisschen fast deplatziert, weil er einfach eher in den günstigeren Smartphones zu finden ist und nicht bei einem Gerät für 239 €. Zwar in der Performance hier mit den 3 GB Arbeitsspeicher, aber so auf den ersten Blick okay. Ich denke, was ihr ein bisschen sehen werdet, ist, dass manche Apps ein bisschen länger zum Öffnen brauchen, als man das sonst vielleicht gewohnt ist von anderen Smartphones in dieser Preisklasse von 250 oder 240 €. Aber ansonsten, es geht. Geht aber halt auch für den Preis besser. Was die Software angeht, wir haben hier leider eine recht alte Version von Android, und zwar Android 6.0 mit der EmotionUI 4.1. Das heißt, die Features und die Funktionen aus Android 7.0 und der EmotionUI 5.0 oder 5.1 bekommt ihr hier in diesem Gerät nicht. Und das sind Sachen wie zum Beispiel, dass man zwei Apps gleichzeitig darstellen kann oder dass man hier damit zwischen zwei Apps hin und her wechseln kann. Das funktioniert auch nicht. Und auch das Design, das ist im Vergleich zu einem Smartphone mit EmotionUI 5.0, wie das P10 Lite oder P8 Lite 2017, das ist ein bisschen, ja, altbackener, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Ansonsten, was die restlichen Spezifikationen angeht, wir wollten uns ja mal die Kamera anschauen. Und diese starten wir mal und sehen einfach mal, wie gut sie denn so funktioniert. So, zieht ja ein bisschen nach, das ist okay. Fokus ist recht flott. Belichtung passt in der Regel auch ganz gut, aber viele Funktionen habt ihr hier nicht so wirklich. Das heißt, kein Bokeh-Modus, keine Porträt-Modi, wie zum Beispiel bei dem Honor 6X, das ja auch nur 10-20 € mehr kostet. Das werdet ihr bei diesem Smartphone nicht finden. Hier ist die Kamera einfach schlechter ausgestattet und ich verstehe auch ehrlich gesagt nicht, wie man es für 239 € dieses Smartphone anbieten kann. Was den Akku angeht, dort haben wir einen
3000 mAh Akku, wenn mich nicht alles täuscht. Bin mir im Moment aber ehrlich gesagt nicht sicher. Ihr solltet mit diesem relativ stromsparsamen Prozessor aber ganz gut durch den Tag kommen, vielleicht auch sogar durch den zweiten. Das wird man aber letztendlich hier im ausführlichen Test sehen müssen. Insgesamt muss ich sagen, für 239 € ist das Telefon echt hart an der Grenze. Ich würde dafür 150, maximal 170 € ausgeben, denn ab 170 gibt es eigentlich deutlich bessere Geräte. Auch das Honor 5C, den Vorgänger, das ein besseres Display hatte, auch mehr Performance. Das kostet 169 € und bietet einfach mehr. Deswegen im Moment vom Honor 6C ganz klar die Finger von lassen. Nicht für diesen Preis, nichts für über 200 €, nicht für über 170 €. Das Gerät sollte klar bei 150 bis 170 € liegen. 239 ist dafür definitiv zu teuer. Das ist also auch schon das erste Fazit hier im Hands-on zum Honor 6C. Falls euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben und natürlich abonniert den Kanal, um weitere Videos nicht zu verpassen. Daniel von Tablet.de, vielen Dank fürs Zusehen.